Und es geht weiter mit Far Cry 3. Beim letzten Mal gab es eine Lepanjagd, die wir gemacht haben. Ja, und ich will auf jeden Fall den Bogen wegpacken. So viel steht sicher. So. Statt den Bogen, was dahin. So, das wär's. Bei Herstellung können wir auch gleich mal jetzt. Jetzt können wir es ja machen bei Herstellung. Nämlich die Spritzentasche. Und die erweiterte. Nee. Knack. So. Da hinten haben wir noch ein Lager. Da können wir gerade mal hinfahren. Beziehungsweise in die Nähe des Lagers, nicht direkt rein. Das war ja total bescheuert. Wow! Alter, ich fahr wie ein eine besenkte Sau schon wieder. Hier muss es irgendwo sein, das Lager. Okay, es ist geradezu. Also da hinten. Okay, da hinten ist das Lager. Ich gehe mal gerade strategischerweise von oben an die Sache ran. Vielleicht kann ich ja von oben was ganz gut erreichen. Also fahren können die Typen auch nicht richtig. Ich dachte schon, das greift mich jetzt an. Okay, ich glaube, da ist das Lager. Ich glaube, ich habe auch schon die Alarmsirene gesehen. Und ich höre auch leider Hunde. Das ist, glaube ich, schon zu nah. Hunde in Far Cry. Ich könnte sie doch manchmal nerven. Dachte, ich hätte was gehört.
Ach, jetzt wissen sie Bescheid. Wunderbar. Blöden Mistviecher. Okay, was hat jetzt... Hä? Was war das denn gerade? Irgendwas hat gerade die Typis hier gekillt. Und wahrscheinlich das gleiche wird auch mich gleich killen. Oder? Hoffentlich geht's der Familie gut. Der Außenposten gehört den Rakia. Um so den Pfad des Kriegers weiter zu beschreiten, sieh dir die Aufträge an der Aushangtafel. Vielleicht ein Weißrauchtab hier. Okay. Gehen wir Tab hier jagen. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Ja, in der letzten Session wart ihr aber nicht die Größten. Beziehungsweise in der vorletzten Session. Da habt ihr euch echt total dumm angestellt, muss ich sagen. Bin ich gemacht. Okay, also ein Tapir-Jang. Nichts leichter als das. Kann ja nicht so schwer sein. So, vor denen sollten wir uns in Acht nehmen. Die können nämlich auch ziemlich aggressiv werden. Diese Tierchen. Was hat gerade das Lager da dezimiert? Was hat gerade das Lager dezimiert eigentlich? Das würde mich mal echt interessieren. Egal. Wir gehen ein bisschen jagen. Wir gehen ein bisschen jagen. Seltenen Weißbauchtapir. Okay. Uns die Jagdspritze herstellen? Ja, komm, mach uns die Jagdspritze. So, mal schauen. Da ist zum Beispiel ein Tapir. Das ist kein Weißbauch-Tapir. Noch ein Tapir. Erstaunlich schwach die sind.
Die halten wenig aus. Die Aufgabe ist richtig easy, glaube ich. Naja, gut, fast. Die können ja abhauen, die Tapire. Wo ist der Weißbauch-Tapir? Zwei haben wir ja schon, aber es war nicht der, den wir suchen. Suchen. Was kann man gerade an Spritzen herstellen? Tapire, wo seid ihr? Klasse. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ich höre den Tapir, aber ich sehe ihn nicht. Okay, jetzt finden wir es ziemlich nah. Verdammt, wo ist er? Wo steckst du, Tapir? Da. Ach verdammt. Volltreffer. War er das? Oder? Er sieht nicht sehr weiß aus. Das war er nicht. Er muss in dem Gebiet irgendwo sein.
muss in dem Gebiet hier irgendwo sein. Ah, kann ich noch einen Jagdspritz herstellen? Einer ist noch verfügbar. Das stinkt hier. Da ist noch ein Tab hier. Ob er das ist, der gesucht wird? Ist ein bisschen kryptisch versteckt da unten. Ach, das war der. Ach stimmt, das ist der tatsächlich. Lol, er war ja richtig komisch versteckt da unten. Eine weitere Quest abgeschlossen. Wunderbar. So gefällt mir das. Jetzt können wir ein schönes herstellen. Ja, warum nicht? Und hier drüben bei den Spritzen können wir auch ein bisschen was herstellen. So kann man nämlich auch sein Inventar ein bisschen auffüllen. So, so weit, so gut. Dort im Norden ist ein Lager. Ich würde sagen, das knüpfen wir uns als nächstes mal vor. Außerdem packen wir den Bogen mal weg. Denn den Bogen brauche ich nicht. Der Bogen ist höchstens zum Jagen gut, aber nicht irgendwie um Aufgaben zu erfüllen. Dafür habe ich andere schöne Waffen. So, aktivieren wir mal den als Wegpunkt. Da haben wir zwei Fähigkeitspunkte zur Verfügung. Eigentlich recht praktisch mit dem Zielfernrohr. Was haben wir noch so Schönes? Ja. Einen spare ich mir mal auf. Ich denke mal, es wird wieder Sessions geben, wo Zirax dabei ist. Das ist halt jetzt nur eine Session, wo ich halt ja mich um die restlichen Lager auf der Insel kümmere. Das möchte ich halt gemacht haben. Und von daher kümmere ich mich dann einfach mal drum.
Aber ich muss sagen, es gibt eins, was ich definitiv nicht kann im Spiel, und das ist Fahren. Sag mal, da vorne ist das Lager. Was mache ich denn die ganze Zeit? Es ist echt ein Wunder, wenn die das nicht bemerkt haben. Also wenn die das nicht bemerkt haben, ist es echt ein Wunder. Ach, was? Das wäre fast schief gegangen. Ich renne auf volle Kanne am Lager vorbei. Volle Kanne da am Lager vorbei. Aber ich habe gerade was Schönes im Visier. So. Wow, heilige Scheiße. Nein, 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 geh weg. Hau ab. Wow. Haha. Ihr Dummies. Ja. Guckel den Rasen an. Und verschafft mir einen Vorteil. Oh, schade. Ich wollte gerade meine Mecklenmaus probieren. Aber ich denke mal, die Magnum wird noch ihren Einsatz bekommen. Die Magnum wird noch ihren Einsatz bekommen. So. Damit wäre das Lager auch geklärt. Jetzt kümmern wir uns mal um das da oben. Allzu viele Lager sind es ja nicht mehr. Bis es dann quasi zu einer Insel geht. So. Ich würde aber sagen, dieses Lager machen wir beim nächsten Mal bei Far Cry 3. Bis dann, ciao.